Einen wunderschönen guten Bonjour gewünscht. Also, ich weiß nicht, los. So dumm. Gell? Was ist das? Mal ruhig. Okay. Das ist einfach eine ganz normale Operation gewesen. Und ihr wisst, dass man so damit nicht machen. Gell? Wenigst. Wir schwingen euch so bei diesen Dingen. Ich kann nicht gern Operation. Sorry, mir ist aber so. Ja. Komm da durch. Den Kampf geht schon. Um aktiv an den Kampf zu kommen, ich weiß nicht schlimm. Are you afraid? Okay. Oh. Ah, okay, cool. Nice. Hey. Einfach ding. Ich muss mal platt machen. Oh ja. Ah, von nicht weg. Ah, ich würde mich nicht schon halt bei Kontrollpunkt ab. Ah, nee. Bonus. Transbonus. Nee. Schon Bonus hat das letzte Runde. Lade irgendetwas. Was muss man da laden? Einmal. Und zwar, wenn die machen, was kriegen wir dann? Lohn. Das lohnt sich tatsächlich. Gehen wir einmal drin. Und den Terminal. Gravitationsanker 7 an Regulatorposten 2x3. Wir haben noch kein Entwarnungssignal erhalten. Natürlich versehrt. Ein Stoßtrupp ist auf dem Weg. Vergesst es. Das Signal kam gerade an. Tut mir leid, Commander. Es gab wohl eine Art Kommstörung. War sicher nur ein weiteres Beben. Unterstützungsteam am Boden. Das war Nummer 1. Wer auch immer ihr seid, macht einfach weiter wie bisher. Du weißt ja natürlich. Sind Mädchen. Ha! Das sind die große Retter. Da ran. Ah, du kam ja. Up. Immer mehr als Target holen, was da an der Reihe. Ja, das geht ein bisschen. Wir wissen ja, wie weit die Beben hier sind. Weil die Base Imperial schon immer Angst war, so Lichtbrücken zu fliehen. Sorry, mir ist aber so. Irgendwie hier ein bisschen Raubbau machen. Die Base Imperial. Ah, zum Glück spielen wir die Imperial. Tata schaden hier mit drin. Okay. Okay. Dann... Tata, tut mal. Nicht vor heute.
Ah, du. Schon gesehen, du. Was ist denn da? Tipp hat für mich. Jeppala, Mäuschen. Okay, ich wollte schon schnell gehen. Das ist ein Schild noch unter Gewasch. Und dann haben wir durch River. Ja, aber du hast wirklich so Quest für ihn tatsächlich zu kommen zu holen. Also, ja, ich meine den. Ich freue mich schon, wenn ich Fernglas kriegen. Die Sachen zu entdecken, da kann ich verschiedene Planeten fertig machen. Im Imperium für verschiedene Folgen. Wusch! Etwas vorsichtiger beim nächsten Mal. Ja, was hören. Pass auf nichts kehren. So. Nee. Da schon noch rum zurück. Ah, das haben wir schlimm. Machen wir gern. Das wird eh mal gemacht. Schon dem so noch nicht gemacht. Deswegen, ich kann nicht so wie sie heu sehen. What the fuck hat gehört? Gipfel umgreifen. Schon, ihr hättet mich vergessen. Das ist immer cool, wenn automatisch das und jetzt okay. Oh, ich schlug grad. Ich kann schon. Hier hat ein Regulatorposten 2x9. Das irre Haustier des Archons übertreibt es mit der Sicherheit und wir brauchen immer noch das Entwarnungssignal. Over. Es kommt gerade rein. Wir haben es. Ich lasse euch dann mal wieder Pasak spielen oder womit auch immer ihr euch die Zeit vertreibt. Das gefällt. Unterstützungsteam an Boden. Wisst ihr noch, was ich über die Beben gesagt habe? Das war ein kleines. Irgendeine Idee, was diese Beben verursachen könnte? Könnten sie zum Problem werden? Marquette war schon immer instabil, aber den Berichten der Einwohner zufolge ist es dieses Jahr besonders schlimm. Geologische Verschiebungen irgendeiner Art. Ich mache mir keine allzu großen Sorgen, aber ich halte die Augen offen. Ich melde mich beim nächsten Bunker. Oh, ich weiß nicht, wie war zu viel Bebenhäuschen. Schon du keine Idee, man. Was du willst? Da vielleicht nicht runter, dass ich viel Aufbau heute begangen wird. Ja, okay, da hin. Freedom. Okay, komm mal. Doch, Lokampf. Das ist doch ein Slimitz. Tipbox ist ein bisschen schlecht beraschender unter Dark Range. Man hat leider vielleicht auch tun, dass ich vielleicht ein bisschen mehr stufisch sind. Braucht ihr Hilfe? Ja, cool. Darf. Gravitationsanker 7 an Regulatorposten 2x4. Mhm. Empfangen das Entwarnungssignal. Ja, gesetzt. So sollte man. Ihr solltet den Gravitationsanker betreten können, ohne dass jemand Alarm schlägt. Mhm. Wenn ihr euch geschickt anstellt, werden die Hutten nie etwas bemerken. Ihr müsst die Ankerbasis angreifen und dann mit einem Aufzug rauf zum Andockring. Dort findet ihr die Kommandocrew. Wenn die Kommandocrew aus dem Weg geräumt ist, gehört der Gravitationsanker uns. Wartet auf mein Signal zum Andocken. Wir haben es nicht eilig. Wir haben ein Mitglied der Opposition identifiziert. Der Söldneraufseher ist das Haustier eines der Hutten, die auf Makeb das Sagen haben. Er ist ein fremdartiger Whippet, der schon in frühester Kindheit ausgebildet wurde, ein Vollstrecker des Huttenkartells zu sein. Groß und brutal. Nur, dass ihr es wisst. Ja, komm, helf mir schon mal. Kann ich nicht so ein Schatz mir nicht geholfen. Kann ich da nicht so ein.
Lady Dovdov. Oh, wie live. Also am PvP. Die dritte mich lockiert mit da. Weiter geht's. Okay. Ich muss das zerstören, cool. Also, und dann gibt es so, wäre das für das Kegewirsch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag in Herbst und